Händehygiene in den BG-Kliniken. Sie haben bestimmt schon von Krankenhauskeimen oder antibiotikaresistenten Bakterien gehört. Diese gefährlichen Erreger können zu schweren Infektionen führen. Manche Patienten sterben sogar daran. Hygiene und besonders Händehygiene ist das Mittel, um sich vor Krankenhauskeimen zu schützen. Wir in den BG-Kliniken tun vieles, um die Verbreitung von Krankenhauskeimen zu verhindern. Aber auch Sie können Ihren Teil dazu beitragen. Was können Sie tun? Besonders viele Keime finden sich auf unseren Händen. Ständig fassen wir Dinge an. Dabei merken wir nicht, wie wir auch Krankheitserreger aufnehmen und woanders abgeben. Auch Sie mit Ihren Händen. Zum Glück gibt es ein gutes Mittel dagegen. Händedesinfektionsmittel töten fast alle Keime ab. Besonders im Krankenhaus gilt daher, bitte häufig die Hände desinfizieren. Deswegen haben wir im gesamten Haus Desinfektionsmittelspender angebracht. Und die sind nicht nur fürs Personal, sondern auch für Patienten und Besucher gedacht. Wann ist Händedesinfektion besonders wichtig? Generell gilt, lieber einmal zu oft als zu wenig. Das Desinfektionsmittel ist rückfettend und schont die Haut. Desinfizieren Sie die Hände daher beim Betreten des Patientenzimmers, beim Verlassen des Patientenzimmers, bevor Sie etwas essen, nach dem Besuch der Toilette und immer auch vor und nach Kontakt mit der eigenen Wunde, Schleimhäuten, Kathetern, Drainagen und Ähnlichem. Wie desinfiziere ich meine Hände richtig? Händedesinfektion ist ganz einfach. Nehmen Sie 1 bis 3 Hübe Desinfektionslösung aus dem Spender. Verteilen Sie die Lösung auf den Handinnenflächen, dem Handrücken, den Fingern und den Fingerzwischenräumen. Reiben Sie Ihre Hände, bis die Haut wieder trocken ist. Wer sollte mitmachen? Nicht nur Ihre Hände sollten sauber und desinfiziert sein, sondern auch die von Ihren Besuchern. Und natürlich die unserer Mitarbeiter hier in den BG-Kliniken. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Händehygiene und bitten Sie die Menschen in Ihrem Umfeld, dies auch zu tun. Es ist völlig in Ordnung, auch unsere Mitarbeiter an die Händedesinfektion zu erinnern. Denn nur wenn alle ihren Beitrag leisten, haben Krankenhauskeime keine Chance. Hygiene im Krankenhaus schützt uns. Danke, dass Sie mitmachen.